Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Wer von euch kennt diese Art von Hintergründen? So ganz weich, tolle Farben. In dem Video will ich euch zeigen, wie ihr diese Hintergründe ganz einfach erstellt. Mein Ausgangsbild sah in diesem Fall so aus. So kam es aus der Kamera. Es ist leicht optimiert im RAW-Converter mit ein bisschen Helligkeit angepasst und ein klein bisschen an der Belichtung gedreht. Aber die Farben sind original so, wie ich es fotografiert habe. Ja, und das habe ich daraus gemacht. Und das werden wir jetzt zusammen in ganz kurzen und wenigen Schritten einfach erklärt erstellen. Dafür schiebe ich die Ebene in den Mülleimer. So, starten müssen wir mit einer Kopie der Ebene. Mit der Steuerungstaste und J erstellt ihr eine Kopie der Ebene. Und wir gehen dann direkt in den RAW-Converter. Und der Filter, Kamera-RAW-Filter, öffnet sich dann der RAW-Converter. Ja, und hier im RAW-Converter ist es sehr einfach, was ihr machen müsst. Ihr geht hier oben in den Bereich der Teiltonung, also der obersten Menüleiste, in den Bereich der Teiltonung. Und hier kann man verschiedene Farben, die Farbigkeit des Bildes anpassen und die Sättigung. Mit der gedrückten Alt-Taste habe ich immer die komplette Sättigung, sobald ich den Farbton verschiebe. Seht ihr jetzt hier, ich halte die Alt-Taste gedrückt und es verschiebt sich die Farbe zu verschiedenen ja, Tönen, die ich mir aussuchen kann. Für das Bild, jetzt im oberen Bereich sind wir beim Lichterregler, also die Lichter werden jetzt hier eingefärbt. Gehen wir mal so in so einen schönen, warmen Ton. So lasse ich das mal. Und für die Tiefen gehen wir mal in so einen blau-lila Ton. Irgendwie sowas in der Richtung. Schauen wir mal, was wir da finden. Irgendwo hier in dem Bereich. Jetzt wird es ganz schick. Ja, so in etwa würde ich sagen. Genau. Und hiernach müssen wir jetzt für die Lichter die Sättigung anpassen. Jetzt schiebe ich die mal so ein bisschen nach oben. Jetzt seht ihr, wie die Lichter sich langsam in diesen Gelb-Rot-Ton verschieben. Und das mache ich nach Gefühl und nach Gutdünken. Ich sag mal so irgendwo hier 55, 53, irgendwo da. 55, sieht schick aus. Und genauso mache ich es jetzt für den tiefen Bereich. Also die Tiefen in dem Bild werden jetzt mit dieser Farbe Blau-Lila eingefärbt. Und da drehen wir auch mal am Sättigungsregler und schauen mal, was passiert. Ja, kommt schon deutlich sichtbar. Und das ist jetzt eine Geschmackssache. So wie ihr es gerne hättet, dreht ihr hier einfach am Regler. Ich bin hier so, ruhig ein bisschen kräftiger. Ja, hier, irgendwo da, 77. So gefällt mir es ganz gut. Ihr könnt da alle möglichen Farbvariationen ausprobieren. Hier seht ihr meine Lichterwarnung. Dieser rote Fleck hier in der Mitte ist meine Lichterwarnung, die ich eingeschaltet habe in Photoshop. Ups. Die ich in Photoshop eingeschaltet habe. Das lasse ich drin, dieses Ups. Das schadet nicht. Genau. Die können wir ganz einfach regeln, indem wir hier auf die Grundeinstellungen gehen und die Belichtung oder die Lichter einfach ein bisschen runterziehen. So. Und hier noch ein bisschen den Weißton runterziehen. Und ein klein bisschen die Gesamtbelichtung wegnehmen. Und dann ist das erledigt, das Problem. Okay. Dann bestätigen wir mit OK. Und jetzt habe ich diese schöne Tönung in dem Bild. Aber jetzt natürlich von dieser Tönung ist jetzt auch der Schmetterling betroffen. Das darf nicht sein. Der soll bitte original bleiben. Deshalb gehen wir auf die Ausgangsebene, drücken wieder die Steuerungstaste J, kopieren die und schieben die nach oben, sodass man das unten drunter erstmal nicht sieht. Hier mache ich jetzt gerade mal eine Autofarbkorrektur. Genau, jetzt sieht es ganz schick aus. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, dass die Farben des Schmetterlings im Original bleiben und die Hintergrundfarben so überlassen bleiben, wie sie sind. Dafür lege ich eine Maske, hier unten das Symbol, ganz unten rechts im Eck, das mit dem schwarzen Loch in der Mitte. Halte die Alt-Taste gedrückt, dann macht er eine schwarze Maske. Schwarze Maske bedeutet, alles was schwarz ist, wird nicht sichtbar, alles was weiß ist, wird sichtbar. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel mit der Taste B und der Vordergrundfarbe weiß. Und jetzt male ich hier rein. Jetzt seht ihr hier, wenn ich jetzt hier reinmale, dann bekomme ich die Originalfarben des Schmetterlings wieder. Ich mache das jetzt ganz grob, sonst würde das Tutorial sprengen und auch unsauber. Das müsst ihr natürlich in eurer Bearbeitung deutlich sauberer machen. Hier eignet sich hervorragend ein Zeichenstift oder ein Tablet mit Stift. Ich mache es jetzt mal ganz, ganz grob, aber die Idee habt ihr erkannt. Ganz, ganz grob, wirklich nur ganz grob, so. Ein bisschen drüber gemalt, das ist jetzt eben so. Es geht damit darum, dass ihr das Prinzip versteht und dass es für euch einfach nachzumachen ist.
So. In meinem Bild, was ich bald posten werde, habe ich natürlich hier auf einer ganz extremen 400% Ansicht gearbeitet. So, und habe dann jetzt hier sauber ausgemalt und ich bin auch die Fühler hier abgegangen. Das machen wir jetzt hier nicht in dem Fall. So, jetzt seht ihr, das ist vorher nachher. Das ist schon ganz schick. Ich möchte euch noch eine kleine weitere Sache zeigen. Wenn ihr jetzt eine Summe der Ebenen erstellt mit Steuerung, Shift, Alt und E und geht dann in den Filter in die Nik Collection, die ihr euch kostenlos laden könnt, und nutzt dort den Filter Photo Stylizer, so heißt der, dann kann man da noch ein bisschen was verändern. Müssen wir ganz kurz warten. Genau, den Photo Stylizer. Nehmen wir jetzt mal die Variante 2 und hier schauen wir mal, was schick. Das sieht schick aus. Die Variante 3 in diesem Fall. Und dann kann man noch so ein bisschen absoften. Warten wir kurz, bis es gerechnet hat und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, das Bild ist fertig. In diesem Moment. Das sieht schon recht schick aus. Vorher-Nachher-Vergleich mit der Alt-Taste auf die erste Bild, auf das erste Bild tippen, dann seht ihr, so war das Original und das haben wir daraus gezaubert. Jetzt könnten wir hier noch ein bisschen die Deckkraft verringern und fertig. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen was einfügen, ein bisschen Nebel oder so. Das zeige ich euch dann in einem weiteren Video. Ja, das war's schon. Ihr seht, ganz einfach. Jetzt meine Bitte an euch, probiert's aus. Es geht auch in Lightroom, allerdings kann man in Lightroom den Schmetterling dann nur schwierig wieder hervorbringen, aber für das Gefühl zu kriegen mit den Farben ist auch Lightroom absolut machbar. Setzt euch an ein Bild, was euch gefällt und verändert mal die Farben ein bisschen. Es macht Spaß dran rumzuprobieren. Nicht alle Bilder bei mir sind so bearbeitet, aber es ist eine schöne Option. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es natürlich sehr, sehr nett von euch, wenn ihr mir ein Herzchen gebt, das Video teilt oder andere Leute auf meine Videos hinweist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere Videos und auf euer Feedback.